Boah, ich bin ja widerlich. Ich würde jetzt sagen, schluck Popper hinterher, aber ich glaube, das macht es noch schlimmer. Ja. Hallo ihr Lieben, es ist soweit, wir haben eine neue Loot-Chest bekommen. Machen wir direkt mal mit euch auf. Gucken, was so drin ist. Geräusch. Als erstes haben wir ein T-Shirt. Weil ich ja so begabt bin, was T-Shirts angeht. Und wir sehen hier Flight Crew. Ja, ja. Das ist ganz klar. Lions Navy. Es ist ganz klar ein Flight Crew T-Shirt. Und hier, ihr Schmusis, seht ihr natürlich das Mass Effect T-Shirt. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. In voller Aktion. I like. Ein bisschen überstrahlt. Strahlende Boobies. Schneid das raus. Schneid das raus. So ein Mist. Okay, next one. Dann haben wir. Eine Star Wars Filmdose. Mit dem kleinen BB-8, R2-D2 und C-3PO. Ja, um irgendwas drin zu verstecken. Eine Filmdose. Eine Star Wars Filmdose. Scheiße. Ah, oh, nee, doch nicht. Hä? Geht nicht mehr zu. Ah, geht zu. Ein Popeye Energy Drink. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich heute nur nichts getrunken. Ne? Erhöhter Green Apple. Oh, Green Apple klingt gut. Achtung. Mehr trinken. Ja, ich meine, muss mehr trinken den ganzen Tag über. Achtung. Es riecht. Oh, hoffentlich schmeckt der nicht so. Okay. Kennt ihr so Kaninchenfutter? Es riecht wie Kaninchenfutter. Ja. okay. Nee. Unfassbar süß und nicht so lecker. Wir nehmen einfach das nächste. Wir nehmen einfach das nächste. Wir haben noch ein T-Shirt. Noch ein T-Shirt. Hier haben wir's. I want to be Steve. Na? I want to be Steve. Captain America X-Files, Akte X, Misch-T-Shirt. Oh ja, oh. Irgendwie süß. Irgendwie nerdig, irgendwie süß. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier noch ein Pixel Tactics. Ein Spiel für zwei Spieler. 8-Bit-Kartenduell. Rot versus Blau, das sieht irgendwie ganz süß aus. Ich mach's mal auf. So, jetzt sehen wir hier ganz viele Karten. Hier ist eine kleine Anleitung. Irgendwie so ein kleines Spiel. Und dann gibt's hier noch so, kommt da raus! Kommt da raus. So, Dinger, wir nennen sie Dinger. Hier ist eine große Anleitung. Oh, ich bin gespannt, das werde ich mal ausprobieren. Und berichten, wie es war. Und grundsätzlich finde ich so ein Spiel eine sehr, sehr süße Idee. Pixel Tactics. Aber kann doch nicht sein, dass du schon wieder gewinnst. Meine Güte. Aua, aua. Aua, auf. Jetzt sind die Karten so. Ja, sind deine. Du hast gewonnen. Ist ja gut. Nimm doch deinen ganzen Mist. Nee, ich will sie dir. Wir haben fertig gespielt. Wir müssen das aufräumen. Ich möchte die Haare zu. Ja, du hast gewonnen. Ist ja gut. Kann ich es wegräumen jetzt? Ich, ganz ehrlich, ich spiele nie wieder irgendwas mit dir. Flavor Fuzzers. Und da steht dran, wenn man die Kombi mix to create new flavor. Banana und Apple gibt Pear. Strawberry und Marshmallow gibt Cotton Candy und Banana und Fruit Punch gibt Bubblegum. Ich finde ja Banana so grundsätzlich als Geschmacksrichtung voll ekelhaft. Boah. Das ist dieser typische, ekelhaft künstliche Bananen-Crunch. Mal gucken, ob Fruit Punch nicht schmeckt. Oh ja, immer geil. Mm. Oh, süß. Süß wie Sau. Dann habe ich hier Marshmallow. Nom, 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 nom.
Marshmallow. Hm, oh, Marshmallow ist auch geil. Und jetzt mixe ich ganz krass Marshmallow mit Strawberry. Hm, und dann haben wir noch. Klebt alles. Geil, kann ich die Katzenhaare auf meinem Tisch alles so wegkleben, warte. Seht ihr nicht. Ja, okay. Ein Perry Rhodan Comic, ja. Also das Spiel fand ich sehr cool. T-Shirts und Dose waren auch cool. Aber es war nicht alles so mega geil. Liebe Box, es gibt eine 3. Wie fandet ihr die aktuelle Box? Schreibt sie mal in die Kommentare. Und dann sag ich, bis zum nächsten Mal, ihr Schmusis. Macht's gut.